Ich bräuchte echt eine zweite Presse, damit das hier parallel laufen kann, oder? Von diese Presse. Und dann müsste eigentlich der Tofu nochmal eine andere Presse laufen. Dann müsste das so separiert werden. Die Milch wird zur richtigen Milch. So. Wetter ist scheiße, da will ich mit Schatz mal ein bisschen romantisch sein. Schatz. Schatzi. Schatzü. Schatzü. Ah, in die Ecke willst du ja knutschen. Forever alone. Schatzü. Ich liebe dich. Schatz, wollen wir was unternehmen? Ja. Okay, jetzt fummelt sie ein bisschen. Das ist geil. Das reicht mir auch schon wieder. Kühlschrank. Hier oben ist noch alles Mögliche zu essen, aber das ist ja nicht für unterwegs. Gut, dass der Debitor das noch nicht entdeckt hat. So. Oh, Teig. So. Forever alone. Kann ich nicht machen, dass sie einem irgendwie folgt im Haus? Kann ich nicht ihre Persönlichkeit umschreiben wie jeder gute Ehemann? Doof. Ach, hier war Weihnachtsdeko drin. Stimmt ja. Weihnachtsdekoration. Auch schön, einfach eine luftplatzierte Kiste. Sehr, sehr gut. Ja. Oh, jetzt ist aber hier, jetzt geht's aber langsam durch. Das dauert so lange. Das dauert so lange. So, den Kompass kann ich leider nicht machen. Ich weiß, der Debitor hat gesagt, ich soll 4 Eisen mitnehmen für den besonderen Kompass, aber wir können ihn nicht machen, weil uns dieses Item fehlt. Und Cheeseburger. Wir wären schon längst auf der Reise. Ja. Vielleicht können wir auf die Reise nach Cheeseburgern gehen. Wie viel Tofu haben wir denn hier drin? Seidenes Tofu, pipapo. Da haben wir noch 10 Stacks seidenes Tofu. Festen Tofu haben wir noch 13 Stacks. Und Sojamilch haben wir noch 10 mal 16. Ja, dann machen wir mal ganz kurz. Muss ich das so machen? Nee, wie war denn das? Sojamilch, nicht sättigender Imbiss. Wie konnte ich denn die Sojamilch noch ändern? Wie konnte ich aus Sojamilch noch eine normale Milch machen? Ich hab's vergessen. Kochen war es nicht, ne? War das nicht einfach im Inventar? Frischmilch 1x64. Weiß das noch jemand, wie ich das machen konnte? Ich muss noch die Sachen reparieren, mache ich auch gleich. Milch. Milcheimer. Hier, Frischmilch. Formlose Herstellung, Plant Milk Bucket und Milcheimer. Oder war das einfach so? War das einfach so mit Salz? Hier, zack. Hat man das einfach mit Salz gemacht? Einfach nur Salz? Nee. Das war dann Butter, ne? Butter. Ich schau mal kurz nach Käse. Ja, Keder. Ich möchte köstlichen Keder herstellen. Käse war Salz. Ah, das müsste so gehen, ne? Sojamilch und ein Topf. Ah, alles klar. Bist du der Topf? Nein, das ist ein Mörser und Stößel, alles klar. Wo ist denn hier? Warte mal. Hä, wo ist denn der Topf? Wo ist denn... Da ist der Topf. Ich bin so doof. Alles klar. Dann hier rein. Zack. 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 Käse, 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 Käse. So, Salz müssen wir auch mal wieder sammeln dann. So, 16 Sojamilch brauchen wir noch. So. Das war vorher so. Vor dem Update war es nämlich so, dass man sich, dass man die Milch erstmal umwandeln musste, bevor das überhaupt ging. So, Käse haben wir parallel dann auch gemacht. Käse haben wir 6x16, jetzt haben wir 14x16. Ich hoffe, das reicht einigermaßen. Ich weiß es nicht genau. Lohnt sich 4 anzusehen, auf jeden Fall. 4 ist ein total geiles Game. Das lohnt sich auch selber zu spielen. Also hat mir zumindest immer sehr viel Spaß gemacht. So, die sind fast durch. 1, 2, 3. So. Ungeduldig. Dann gehe ich. Ich gehe so lange mal Waffen reparieren.
kann ich eigentlich den Bogen, kann ich den einfach so reparieren? Kostet mich das nicht irgendwie wahnsinnig viel Material oder irgendwas? Was ist denn? So. Wenn ich jetzt den Bogen reparieren will... Nein. Wie kann ich den Bogen reparieren? Unendlich eins, ich will ihn unbedingt behalten. Wie kann ich den Bogen reparieren? Bogen und... Ah, noch einen neuen Bogen. Alles klar. Okay, okay. Vielen Dank. Wir haben ja noch andere Bögen, aber die sind, glaube ich... Da muss ich gleich mal gucken. Das Rezept für Bögen. Aber gut, das geht jetzt alles automatisch. Ein paar Strings, Sticks und Strings. Das waren... Achso, da sind 64 und 4. Okay, ein paar Strings. So, und jetzt nochmal schnell... Bogen. So. Eins. Ich guck mal ganz kurz, wie viel er uns bringt. Wir haben ja eh Zeit, da oben muss noch das Gemüse durchlaufen. Dann gucken wir mal ganz kurz eben, der Bogen und dieser Bogen. Kosten 15, das ist ja wieder heile. Das ist ja easy. Und wenn ich ihn umbenenne? Das kostet 20. Alles klar. Toll. Echt, ein einziger Bogen hat gereicht? Das ist aber ein bisschen lau. So. Gut. Das Schwert hier. Da brauche ich bestimmt... Da brauche ich doch bestimmt Silber für. Oder ein anderes Schwert. Ich weiß es nicht. Ich will nur mal gucken, wie viel es kostet. Nein, Silber geht... Eisen geht nicht. Wieso bleiben die Sachen eigentlich nicht liegen, wenn man die da liegen lässt? Brauche ich da auch ein anderes Schwert für, oder was? Man könnte meinen, ich habe es noch nie gemacht. Jetzt what she said. Das geht nicht. Wir haben den schon mal repariert, aber ich weiß nicht genau. Was? Bau mal einen Geschirrspüler. Ich glaube nicht. Ein Geschirrspüler in dieser Mittelalterwelt? Weiß ich nicht. Amethysten brauchst du dafür. Wir haben es doch schon mal repariert, ne? Wir haben das, glaube ich, schon mal repariert. Erweiterter Zaubertisch. Ja, wir haben leider keinen erweiterten Zaubertisch. Die Zaubertisch-Erweiterung haben wir leider verloren, als wir gestorben sind. Es muss das gleiche Material... Wir haben den aber schon mal repariert. Habe ich überhaupt einen Verzauberungstisch gebaut damals? Unten in der Schmiede. Ne, hier habe ich den. Hier habe ich noch nicht. Hier habe ich das nicht repariert, oder? Also hier kann ich das Schwert, glaube ich, eher nicht reparieren. Nö, das hätte mich auch gewundert, weil es hier nicht. Ist ja keine Tinker. Ist ja kein Tinker-Ding. Okay, der Chat sagt, jeder im Chat sagt was anderes. Jeder sagt wieder was anderes. Und einer sagt immer, wie wäre es mit einem Supermarkt in Minecraft? So, Schwert mit Schwert reparieren. Haben wir doch gerade probiert, es ging nicht. So, hier wollte ich einen Verzauberertisch hinpacken. Hier so in die Mitte. Du brauchst einen Amboss. Wir waren gerade am Amboss. Am Amboss mit Eisen. Haben wir gerade probiert, wollte er nicht. Oder ich brauche einen Eisenblock vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja, mal, zack, die packe ich wieder da rein. Mit einem Eisenblock vielleicht. Hallo? So. Aber das geht, glaube ich, auch nicht, ne? Huch. Nee, das geht nicht. Eisenblock geht auch nicht. Wir haben den auch schon mal repariert. Ich weiß aber nicht mehr wie. Mit Diamanten vielleicht? Ich schau mal kurz los. Schaden kann es nicht. Wir warten ja eh noch, bis oben alles durchläuft. Aber ich würde das echt gerne langsam reparieren. Nein, Diamanten geht auch nicht. Ich sollte einfach nicht in... ich sollte einfach nicht in den Chat lesen. Das ist einfach... Das tut mir nicht gut.
sind noch ein paar Bögen. Das ist aber nicht ganz repariert. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube eher nicht. Und vor allem weiß ich nicht, was am Ende dabei rauskommt. Ich glaube, das wird auch nicht funktionieren, oder? Zu teuer. Okay, das scheint zu funktionieren, ist aber zu teuer. Wir haben das... Mit was haben wir das repariert, verdammt? Wir hatten doch noch nie Amethyst. Wir hatten noch nie Amethyst. Noch nie. Okay, wir haben einen neuen Level. Ich hole mir mal ganz kurz ein paar Level dazu. So, wups. Achso, warte. So, Level 28, das wird nicht gehen. Immer noch zu teuer. Wir haben das damals irgendwie anders gelöst. Ich weiß aber leider nicht wie. Ich habe es leider vergessen. Ich muss mir nochmal alte Folgen angucken. Das weiß natürlich keiner, weil die Leute mal einschlafen bei den Let's Plays. Deswegen haben sie das wieder vergessen. Tinkertisch haben wir schon versucht. Du hattest im damaligen Stream mit verzauberten Schwertern aus dem Nether repariert. Ernsthaft? Achso, wird immer zu teuer sein, weil das immer, da steht immer zu teuer. Alles klar. Können wir jetzt los? Nein, wir machen noch Cheeseburger. Darauf warten wir noch gerade. Okay, das Schwert wird eh erstmal halten. Wir machen das später. So, aber wir brauchen mal zu fratzen. Und wenn ich das jetzt sehe, ja, wir verhungern, während wir uns Cheeseburger machen. So. Früher oder später werden wir es machen müssen. So, hier kommt wieder die Sojamilch rausgesuppt. Da ist jetzt fester Tofu. Wie sieht es hier oben aus? Das sieht sehr gut aus. Alles klar. So. Den leichten Tofu oder seinen Tofu hauen wir da oben rein. So gut es geht. Okay, zweimal noch übrig. Ganz toll. Ganz toll. So. Im Creative Mode wird es nicht so teuer sein, aber den mache ich natürlich nicht. Die Schwerter andersrum reinlegen, dann geht's. Am Arsch die Waldfee, Junge. Netter Versuch. So. Können wir jetzt wieder zwei reinlegen? Jawohl, da haben wir. Okay, jetzt kriegen wir langsam festen Tofu hier raus, das ist sehr gut. Zack. Zack. So. Gut. Dann können wir gleich schön Cheesies machen, da freue ich mich drauf. La 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 la. Vielleicht bei der Gelegenheit neues Tinkerschwert craften. Aber Tinkerschwert? Sind Tinkerschwerter geiler als unser Ame no Murakumo no Tsurugi? Schärfe 5, Verbrennung 2, Haltbarkeit 3, plus 15 Angriffsschaden, das ist schon sehr geil. Wenn ich mir selber eins craften würde, wäre das dann noch krasser? Ja, 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 viel, ja. Mit Tinker bekommst du bessere. Aber dazu brauche ich bestimmt die, das Rapier ignoriert Rüstung. Dafür brauche ich bestimmt, geile Materialien, oder? Wenn ich jetzt so ein Eisenschwert mache, das wäre ein bisschen Bob, oder? Das wäre dann, glaube ich, richtig Low Bob. Was für ein Material sollte ich damit verwenden dann am besten? Du kannst nach und nach deutlich besser machen, kostet aber Material ohne Ende. Das ist mir egal, ich kann es ja reparieren, das ist ja Wurst. Mach dir Alumite. Alumite. Also ich brauche irgendwas, was jetzt realistisch ist. Hey, ich heiße Bob. Oh, Entschuldigung, Herr Slasher. Entschuldigen Sie bitte. Ich brauche irgendwas, was jetzt realistisch ist. Alumite klingt realistisch. Haben wir nämlich, glaube ich. Alumite. Ich weiß nur, Alumite. Ich weiß noch nicht genau, wie viel wir da jetzt haben. So. Bei Material scheinen sich die Geister... Oh, gut, das ist mir klar. Nee, Alumite haben wir gar nicht. Aluminium. Aluminiumblock, wir haben Duraluminium. Ist das das gleiche? Duraluminium? Ist das auf Deutsch? Ich weiß es aber nicht. Macht ihr einen aus Eisen, der tut es komplett. Ja, wenn wir schon mal dabei sind. Schärfe kannst du über Netherquarz bekommen, das kriegen wir hin.
Alumid ist recht einfach herzustellen. Er hat weder Kobalt noch Manjul. Okay, dafür brauche ich Kobalt und Manjul. Ist das richtig? Alles klar. Also Alumite kann ich nicht machen. Also Alumide. Aluminium plus Eisen plus Obsidian. Aluminium plus Eisen plus Obsidian. Warte mal. Das schreibe ich mal lieber auf. Aluminium plus Eisen plus Obsidian. Eisen plus Obsidian. Alumide. 5 Eisen, 2 5 Alu, 2 Eisen, 2 Obsidian. Okay, wenn ich jetzt... Wir haben ja Alu. Ich schmelze mal so 3 Blöcke ein. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Dann 3 Eisenblöcke. Und dann müssten wir hier noch Lava und Wasser reinmachen, ne? So rum war das doch, wenn ich mich recht entsinne. Lava haben wir ja. Okay, pass auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, ich schmelze das mal eben ein. Aluminium und Eisen. Ich hoffe, das gibt jetzt keine Probleme. Gold ist auch noch drin. So, was haben wir denn da? Geschmolzenes Gold, Eisen, Duraluminium haben wir auch schon drin. Okay. So, und jetzt brauchen wir noch Lava und Wasser brauchen wir vor allen Dingen noch. Warte, warte. Lava kann ich hier reinballern. Lava müssen wir noch da haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eimer Lava. Und dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eimer Wasser. Die holen wir uns auch noch gleich. So. Ja. So, Nahrungsmittel. So. So. So, so. Okay, Obsidian haben wir dann auch gleich. Du hast einen Brunnen an der Schmiede. Echt, habe ich vergessen. Aber ja, ich erinnere mich. Scheiße. Scheiße. Egal. Wo will ich denn hin? Da muss ich hin. Ich gucke gerade immer in den Chat immer. So. Eine Wasserquelle haben wir, glaube ich, eh beim Brunnen. Ich habe die nur nicht benutzt. Da steht sie sogar. Weißt du, steht genau daneben und ich laufe weg. Ah, ist klar. So, Wasser. Und. So. Das ist die Lava. Dann mal gucken, was passiert. Geschmolzenes Obsidian, Alumid. Geschmolzenes Alumid. Ja, yeah, geil. So, Obsidian haben wir noch ein bisschen. Aluminium. Was soll ich denn da? Was fehlt denn da noch? Ich will noch mehr haben. Geschmolzenes Obsidian. Ich mach mal Alumid nach unten. So, Alumid-Smid. Da mache ich mir erstmal Barren daraus. Oh nein. Das Ding ist immer noch auf Automatik hier. Flüssigkeit, geschmolzenes Aluminium. Okay, dann lass ich es mal. Dann mache ich hier. Hallo? Alumid kommt da nicht raus oder was? Oder haben wir zu wenig für einen Barren? Das glaube ich ja nicht. Alumid ist ganz unten. Obsidian haben wir noch. Eisen, Gold, Aluminium haben wir auch noch. Ist das in der Form? Ach, da ist Gold drin. Ah, alles klar. Sieht man gar nicht. Großartig. Muss ich. Außen, dieser Ventilator pustet mir die ganze Zeit meinen Notizblock hier weg. Wenn ich das Ding hier wegmache, dann. Ja, gut. Alles klar. Ich muss ganz kurz. Eine Sekunde. Da ist er. Ja. So. Mist. Ich guck gerade unten in den Inventarleiste und laufe hier irgendwo rum. So. Ja, das Glitzern. Gold auf Gold. Weißt du, natürlich, ihr seht das. Ihr seht das natürlich mit euren
gierigen Goldfunkelaugen, so, weißt du, so. Oh, oh. So. Ah ja, stimmt. So, zack. Und zack. Und oben läuft die ganze Zeit der andere Kappes durch. Sehr, sehr gut. So. Warum erst als Barren? Warum nicht sofort als Waffenform? Ich muss weg. Hab ich ganz vergessen. Scheiße. Was mache ich denn da? Wieso mache ich Barren? Alter, ich arbeite nicht so oft damit. Alumitbarren sieht voll geil aus. 10 Stück. Geil. Kann man die auch wieder einschmelzen? Und sonst so? Alles klar? So. Für Waffen. Was brauche ich denn da? Das sieht aus, als würden wir Hubba Bubba einschmelzen. Das sieht so strange aus. Okay, jetzt ist die Frage, was brauchen wir alles und wie mache ich das nochmal? Werkzeugteilbauer. Exkavator, Hammerkopf, große Breitachskopfschablone, robuste. Wir müssen uns erstmal die Schablonen bauen, ne? Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Boah, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Hier ist die Schablonenkiste. Schablonenstanzer. Das heißt, jetzt muss ich erstmal gucken, was ich für eine Waffe überhaupt bräuchte. Welche Waffe nehmen wir denn? Ich würde sagen, erstmal vielleicht ein Schwert. Ein Breitschwert. Schaden Mittel, Haltbarkeit hoch. Schaden hoch, Haltbarkeit Durchschnitt. Spalter hört sich gut an, oder? Rüstung durchdringen, schnelle Schläge, Charge Boost, besonders zurücktreten. Schaden aber niedrig. Ja, ich war Schaden hoch. Ich finde den Spalter ziemlich geil, aber im Chat gehen die Meinungen gerade auseinander. Ich sehe gerade ganz viel Rapier. Ich glaube Rapier und Spalter. Schaufel. Nein, ich nehme keine Schaufel. Ich nehme erstmal einen Spalter, weil ich ihn geiler finde. Weil ich den geiler finde. So. Dafür brauchen wir. Was ist denn da? Das Ding haben wir schon. Und das sind die zwei großen Griffe, glaube ich, ne? Spalter ist sehr langsam. Rapier ist gut gegen Tobi. neben dem Breitschwert kannst du dich wegteleportieren. Was? Langschwert. Aufladung und Zustoßen. Ja, ist egal. Schaden hoch, hat man keinen Durchschnitt. Verfügt über leistungsfähige Angriffe, ist aber schwer zu handhaben. Okay. Spalter macht bis zu 50 Damage. Krass. Warum fragst du uns überhaupt, wenn du immer selber entscheidest? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber ich muss mich am Ende für irgendwas entscheiden. Und die meisten meinen halt Spalter oder Rapier. Und wäre Spalter nie gesagt worden, hätte ich es nicht genommen. Eine Kiste. Ich muss mich ja entscheiden. So. Damit one-hittest du fast alles. Okay, ich brauche diese komische Käseecke hier. Das ist diese hier. So, große Klingenschablone. Das andere war das hier, das haben wir schon. Und das andere müsste das hier gewesen sein. Das haben wir aber auch schon. Ich brauche also nur die Klingenschablone. Dann brauchen wir Werkzeugteilbauer. Oh Gott, wie war das nochmal? Hier brauchte ich irgendwie Steine oder irgendwas. Was brauche ich denn nochmal? Bruchstein. Das war so. So doof. So. Oder war das Gold, was ich da brauchte? Nee, doch, nein. Fuck. Schablonenkiste, ja. Und ich muss mir diese Dinger erstmal. Dafür brauchte ich was nochmal? Stein. Cobblestone. Alles klar, ja, dann nehme ich doch Stein. Ich nehme einfach die 54. Alles klar. Große Steinschwertklinge. Gut, dann haben wir das. Die lege ich da rein. Den Bruchstein. Es ist einfach so. Es ist so. Okay, dann lege ich das jetzt irgendwo da rein. Mache eine Goldvorlage. So.
Nein! Das läuft automatisch! Das läuft automatisch! Du scheiß Uhr, hör auf automatisch! Alter, Uhr! Kann die Uhr nicht... Uhr! Schalten. Das Spiel verarscht mich. Aber sie sehen, wo ist denn hier Gold? Ich sehe ihn. Jetzt geht auch mal weg. Overlay. So, Jolt. Da. So. Da sieht doch gut aus. Und das Ding sappelt durch. Alles klar. Okay, soll mir egal sein. Dann haben wir erstmal eine schöne Klinge aus. Vor allem haben wir so ein richtig schönes rosa Ding. Okay, ganz kurz. Mir wird immer gesagt, soll ich ein Papier aus, soll ich einen Griff aus Papier machen? Ja oder nein? Ein Griff aus Papier mit einem Modifier mehr. Das ist so komisch, ein Griff aus Papier. Wer glaubt denn sowas? Okay. Wie mache ich Papiergriff? Wie geht denn das? Ich kann Papier ja nicht einschmelzen, oder? Oh, ich muss niesen. So, ich mache die Klinge rosa, wie sich's gehört für einen echten Helden. So, ach, die fliegt ja auch gleich weg, die Klinge, ne? Okay, ich muss mal hier noch so ein Ding machen, so einen Ausguss, damit ich... Wir haben hier eigentlich Ausgussbecken. Dann müssen wir... Naja, ist auch egal. So. Anstatt Cobblestone Papier nehmen. Okay, 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 gut. Voll interessant eigentlich. So, den Griff aus Papier. Hab ich noch so viel Papier? Na, 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 na. Ich schau mal eben. Papier, Papier, Papier. Ohne Shader. Man gewöhnt sich langsam daran, dass hier keine Shader gerade sind. Es sieht immer noch komisch aus, ehrlich gesagt. Ich vermisse den Shader. Aber die Geschwindigkeit ist schön. Papier. Habe ich denn irgendwo noch Papier? Neuguinea. Papier. So, ich hoffe, das geht. Und dann mache ich nochmal einen Griff. Ich bin echt gespannt. Nur ein von den beiden Stäben aus Papier. Ist das richtig? Nur einen von den beiden Stäben aus Papier. Stimmt das? Ja oder nein? Okay. Geht das so? Papierstapel. Alles klar. Den oberen. Ja, den oberen. Nur ein Papier, zweimal Papier wäre übertrieben. Alles klar. Eine Magical Wood. Hab ich, woher soll ich das nehmen? Ich kann nur das nehmen, was ich habe. So, warte. Dann. Das war der hier, ne? Mit. Robuste. Nein! Ich hätte. Leere Schablone. Das war völlig überflüssig. Hätte ich nicht machen sollen. Robuster Papiergriff. Ist das richtig? Robuster Papiergriff? Ist das richtig? Ich weiß, von der Schablone habe ich jetzt zwei, ist aber egal. Gut, habe ich einen davon. Sehr gut. Ich lerne gerade. Ich muss das gerade lernen. Ich habe nämlich keine Ahnung davon. So, Papier. Juhu! Und den anderen Griff mache ich dann auch aus Aduschmantitimus. Aus Aduschmantium mache ich dann an. Hier, aus Schweinefett. Den anderen Griff mache ich dann auch aus Schweinefett. Die Steinschwertklinge packe ich wieder zurück, damit wir alle Sachen... parat haben. So. Die Steindinger habe ich, glaube ich, alle weggeschmissen, wenn mich nicht alles täuscht, weil wir die einfach gar nicht mehr brauchen. Steinbolzen.